Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Oh, hi! Ahead in Time! Hallo! Ja, unsere kleine Linke hier hat sich hier im letzten Part mit der Toilette des Untergangs angefeindet und hat sie auch tatsächlich besiegt. Also, ich muss jetzt ehrlich sein, ich habe jetzt nie gedacht, dass ich gegen eine Toilette mal in einem... Naja, egal. Wobei, ich habe schon gegen einen riesigen Scheißhaufen in meiner Spielekarriere gekämpft. Also... ist bei Erweitern der Logik eigentlich das nur vorherzusehen. Keine Verträge mehr, Blödsinn. Erforsche meinen Wald und du wirst mehr finden. Oha. Gut, dann gucken wir erstmal. Wir haben hier bei dem Abfluss einen Riss und hier irgendwie auf so einem komischen Teil einen Riss. Wir haben ja noch in der Villa was zu tun. Ja, wir müssen unser Luigi's Mansion-Style hier auch tatsächlich mal durchführen. Also, die Kleine sieht auf jeden Fall sehr begeistert von der Situation aus. Also, ich glaube, sie kann behaupten, sie ist mit der Gesamtsituation nicht zufrieden, ne? Sie ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Naja. Schauen wir mal, was wir hier noch so alles finden. Wir müssen jetzt erst einmal erforschen, erforschen, erforschen. Tralü, trala, trala hopsasa. So, erst einmal... instant das tun, was alle Gamer tun, erstmal in die verkehrte Richtung gehen, weil das gehört sich so, ne? In Mario geht man auch erstmal nach links, weil man halt einfach weiß, dass man nach links gehen muss. Das ist so ein guter Ton. So, was haben wir, werden wir hier finden? Wir haben jetzt übrigens dieses neue Tool. Daher... ah, wir könnten jetzt Mafia Town fertig machen. Ah, das wäre jetzt auch noch geil. Das Town der Mafiosi-Dingenskirchens. Ne? Warum mache ich das? Ich kann laufen, ne? So, dann schauen wir mal. Wir haben, also wir müssen, wie gesagt, die Augen aufhalten nach so einem... nach so einem... also so einem Abflussgedöns. Und... nach so einer Burggedöns. Ja, ja. Ja, ja, Mr. Tutorial, geil, das ist alles in Ordnung. Okay, hier geht's nicht weiter, weil die Toilette ist hier in diesem Zeitpunkt noch nicht zerstört worden. Gucken wir uns noch weiter um. Gucken wir hier noch. Sag mal, können wir jetzt eigentlich... ja. Zum Wechseln? Ja, aber welches kann... welches bräuchte ich denn hier? Nein, die nicht. Probieren wir es mal hiermit. Tatsächlich, das funktioniert. Nice. Booyah indeed. Oder eher Buna? Naja, egal. Komm schon. Und kabam. Oh, hier geht's noch weiter. Interessant. So, dann schauen wir uns noch weiter um. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das wirklich tun sollte, die ganze Zeit diese Gräber hier schänden. Der Kleinen scheint es zu gefallen. Alter, das war mal eine miese Lache, du. Woran das wohl liegen wird, ne? Okay, dann versuchen wir das auch mal. Warum kann ich das hier nicht, ne? Konnte ich vorher auch? Okay, das sind... was auch immer das sind. Das sind Killerspinnen, die tatsächlich so kreissägenmäßig die einen abgehen. So. Schauen wir uns hier nochmal um. Was gibt's jetzt hier? Da gibt's noch einen Garn weiter oben, aber ich... nicht ein Garn, sondern so ein Geschenk. Wie komme ich da oben? Ich kann ja nicht nach oben gucken. Wie gesagt, das ist das erste Mal seit, ja, dem Original Doom, dass ich das nicht kann, ne? So, dann schauen wir mal hier. Ein Geschenk bekommen, eine Kuh. Okay. Ugh. Kotzen die Spinnen die ganze Zeit vor sich hin? Was zum... geh denn nach unten? So ein Scheiß. So. Muss jetzt aber sein. Wie komme ich jetzt darüber? Ich würde mal sagen mit... nein!
Okay. Wo jetzt? Okay, da gibt's was. Ein Garn! Very nice, ein Sprintjarn. Jarn! Ist das hier? Ich habe exakt keine Ahnung, was jetzt dazugekommen ist. Ich sehe es jetzt exakt auch nicht. Das Skelett da auf jeden Fall sieht sehr, sehr glücklich mit der Gesamtsituation aus. Ich weiß jetzt nicht exakt nicht, wo ich hin muss, daher... Nein! Nein, sie schlucken mich! Okay. Wo muss ich hin? Hinten ist, glaube ich, eine Kanone, so wie es aussieht. Ich kann es nicht sehen, weil da ist so ein Haufen Zeug dazwischen. Ja, aber ich verstehe exakt noch nicht, wofür dieses Dingenskirchens da ist. Ah, deshalb. Okay, verstehe. Aber wie komme ich jetzt hier um die Ecke? Tatsächlich, es gibt einen Button dafür, dass man nach oben gucken kann. Das ist doch... Ja. Why? Okay. Wo gehe ich jetzt am besten hin? Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich sein. Hier ist ein Stumpf. Stumpf ist Trumpf. So, hier. Okay. Geht's hier weiter? Ah, nice! Einwohnermaske Garn. Oder hieß das Maske oder? Warte, wie hieß das nochmal genau? Ja. Einwohnermaske, doch. Ich habe mich vorhin wahrscheinlich verlesen. Manchke. da. Ja, ja. Schon gut, Kleine. Okay, da hinten ist noch etwas. Nein! Heresy! Lass mich gehen! Da, nein! Oder hinten geht's. Ja, genau, das war das eine, wo man. Oh, hä. Nice. Okay, damit haben wir das geklärt. Wie komme ich jetzt da dran? Über den hier. Okay, passt. Hier ist noch ein Herzchen. Sehr schön. Einmal im Sumpf versinken, bitte. So. So. Nein! Lasst mich gehen! Sehr gut. Ja. Warum kann ich da nicht... Komm schon, lass mich gehen! So, ah. Das Plattform hier ist ein bisschen fisselig. Okay. Nein, nein, lass mich gehen! Ich bin auf Land! Habt ihr gesehen? So, jetzt hat. Wie komme ich da hin? Vielleicht mit dem Sprintgarn? Nein, nicht ganz. Komm schon, lass mich gehen. Hier, so jetzt halt. Kann ich das hier vielleicht mit über einen anderen Weg machen? Ah. Nee, das muss irgendwie so gehen. Ich glaube, ich krieg nicht genug Höhe zusammen. Das ist meine Vermutung. Ich krieg nicht genug Height zusammen. Nein. Ja, komm schon. So. Aber ist das theoretisch gehen? Also so ist es nicht. So jetzt halt. Da, ne? Ist man mal so weit in der Lage, tatsächlich darauf zu landen und man überschlägt, ne? Na. Superbe, Korax. Das war mal wieder sehr intelligent. So. Sehr nice.
Wieder in Einwohnermaske gegangen. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch wieder lebendig auf dem Ufer ankommen. So, jetzt hat passt. So, was kann ich noch finden? Da. Erst einmal hier ein paar Dias. Muss ich beeilen? Rasch! Nein! So ein Scheiß. So, und wieder. Und wieder. Und wieder. Das ständig neu ausrichten ist ein bisschen... Ja, Mann, jetzt bin ich unten hängen geblieben. Again and again and again. Let's do it, oh, let's sing it. Again. Okay. Und hier und hier und hier und hier. Ach genau, jetzt bin ich wieder am Brunnen. Will ich da noch mal rein? Was gibt's denn hier noch zu sehen? Also, es muss hier irgendwo noch so einen Abfluss geben, den haben wir jetzt zu suchen. Was, wir gehen einfach mal rein und gucken, was wir da übersehen haben. Wir müssen ja immer alles abkontrollieren, ne? Controlling. Ich brauche jetzt unbedingt wieder das Eiskaffee. Es ist so fucking warm hier. Und es macht es nicht besser, dass mein Rechner gerade am Heizen ist. So, dann schauen wir mal. Genau, hier drin haben wir ja schon alles abgehackt. Kann ich das überspringen? Ja, kann ich. So, passt. Ah, okay. Das Game will, dass ich das nochmal mache. Okay. Gut, dann kriege ich wenigstens noch ein paar von den Kristallen hier. Ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Ah, Moment. Habe ich den Hakensticker? Ja, den Hakensticker habe ich dran. Gut, passt. Sollte das ja kein Problem sein, ne? Das hat so ein bisschen was Worm-Styliges. So. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Das sieht soweit ganz gut aus. Geht das eigentlich auch nach unten? Nee, geht's nicht. So, jetzt hole ich mir noch die restlichen paar Diamanten hier. Oder Dias, wohl einfach. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier im Wasser gibt's auch nichts. Der Pilz. Ja, da war was. Sag ich doch, ich habe was übersehen. Allein schon emotional. Ich sehe zwar gar nichts, was ich übersehen habe, weil es ist finster wie Nacht. Okay. Wofür war das jetzt? Da oben muss noch was sein. War das gerade ein... Achso, das ist... Ich kann bloß da durchgucken. Also... Ich finde es ja witzig, ihr seht ja auf eurem Bildschirm mehr als ich. Das ist der Wahnsinn. So. Hier scheint aber nicht mehr zu sein. Da ist noch so eine komische... Ich schaue tatsächlich auf meinen zweiten Bildschirm, wo die Aufnahme von OBS Studio ist. Da kann ich tatsächlich mehr sehen. Oh Mann. Ja, mal. Aber man kriegt halt nur so wahres schwarzes Bild. Denn man hat das dunkel gestellt, ne? Ich trage nur das Schwarz, das mir gefällt. Boah, das ist auch so ein steinaltes Lied, was ich hier... Das ist auch schon Ecke her, weil ich das letzte Mal gehört habe. Okay, was haben wir hier noch zu sehen? Also wir müssen nochmal in die Villa, das ist auf jeden Fall hundertprozentig sicher. Okay. Das Wasser steigt. Schon? In der Villa haben wir nicht was Wichtiges übersehen. Da gab es sogar einen extra Schlüssel für. Hallo, Kamerad. Ich habe jetzt irgendwie mit einer Spinne gerechnet. Kabling. Kabling indeed. And tschau. Renn. Meine kleine Renn. So. Also der Brunnen hier ist finanziell sehr rentabel. Es ist echt geil, wie halt eben diese Spinne halt so einen Fräs-Sound bekommen hat. Oh, ich liebe das, wenn man das Sounddesign mal ein bisschen aufpasst, was da eigentlich alles gemacht worden ist. Oh Mann. Ich finde es ja immer wieder ganz interessant, wenn man so als Consumer, als Player eben die ganzen Sachen spielt, fallen halt einfach so viel nicht auf. Aber sobald man halt ein bisschen über die Entwicklung Bescheid weiß... Alter, ist da viel Arbeit in so vielen Sachen drin.
Und es ist teilweise immens schade, wie wenig davon eigentlich gesehen wird. Jetzt verstehe ich, warum so viele Entwickler sagen, Walking Simulator sind nichts anderes als Asset-Touristen, ne? Also Tourismus, ne? Also, ja, es ist... Ich kann jedem nur empfehlen, sich ein bisschen mit Game-Entwicklung sich tatsächlich zu beschäftigen. Es macht Sinn. Man lernt einfach viel und man lernt auch vieles schätzen, ne? Es ist halt einfach so viele gute Sachen dabei. So, ich glaube, hier haben wir relativ viel gesehen. Genau, hier haben wir uns relativ gründlich umgesehen. Mit der Betonung auf relativ. Ich gehe noch einmal kurz durch. Zu kontrollieren. Mhm. Genau. Genau, hier war der Sumpf. Sumpf ist Trumpf. Sagt kein Dark Souls-Spieler. Na, Moment. Okay, da ist ein Brunnen. Symbol, aber das ist nicht das, wo ich hin möchte. Es ist ein bisschen verwirrend, dass hier diese Lampen sind und ich kann sie nicht einsammeln. Ich kann mich dran nicht ranhakeln. Das ist ein bisschen verwirrend. Hm. Ah. So. Na, komm schon raus hier. Nix da. Ihr würdet gerne an der Kleinen rumkrabbeln, aber das geht nicht. Das lasst ihr nicht zu. Na? Keine Macht den Grapschelfingern. So, was haben wir hier noch? Ah, genau, hier haben wir diese Füchse, die noch tanzen. Hier haben wir... Ja, ja. Kameraden! Habt ihr noch etwas für mich? We want to die. Yay! We want to burn bright. And then burn out. Become a cloud of smoke. Yeah, my soul of cinder. Our bonfire needs more fuel. Only the finest paintings will do. Can you help us? Ich glaube, ich kenne in einem fernen Land ein paar Bilder, die sehr ein Bild, was sehr, sehr interessiert daran ist, zu verbrennen. Wenn wir schon gerade bei den ganzen Dark Souls-Anspielungen sind. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ah, man kann auf diesen Pätzchen gehen. Interessant, oder? Nee, kann man nicht. Ja. So, sorry. Yeah, with me and burn. More. Burn it to the ground. We want. Ja, ja. Kannst du mir nochmal anzeigen, wo das andere ist? Das andere Bildchen? Hier war doch noch irgendwas. Na, egal. You look new around here. You know, I haven't seen a good solid neck like yours for a long time. Der Geige redet mit mir. I wouldn't mind being strapped around a cute neck like yours. I would be honored to be the one who squeezes the life out of you. You can grab onto me whenever you'd like, as long as I get a glimpse of that neck of yours. Das ist ja mal... ekelhaft creepy. Okay, wo gehen wir hin? Wir brauchen noch ein Bildchen. Ich vermute mal, es ist da hinten. Aber da sehe ich noch was. Ich frage mich auch, wie sind die Entwickler auf die Idee gekommen, dass dieser Haken einfach mal so ein bisschen mit dir quasselt. Oh Mann. Wobei, wenn ich meine eigenen Design-Dokumente anschaue... Man möchte meinen, ich habe gesmoked, aber nee. Man kommt auch so drauf. Ah. Oh Mann. Okay. Das nächste Bild. Wo bin ich jetzt? Wo muss ich hin? Ich will. Ah, hier. Ah, hier geht's weiter. Ach, hier ist es. Komm mit mir. Jo. Wie komme ich jetzt darüber, ohne zu sterben? Okay, das geht noch von der Zeit. Sehr gut. You'll come with me. Komm schon. Ja.
burn to the ground. Mhm. Damit ist das hier freigeschaltet worden. Ich weiß zwar nicht genau wo. Wenn die Kamera immer so hin und her flinschelt, dann ist das eher uncool. Hm, da war es nicht. Mit Sicherheit nicht. Ich vermute mal in diese Richtung hier irgendwo. Genau, hier ist grünes Feuer. Okay, hier hört's auf. You need to find the fire spirits to break this wall. Ja, ja, habe ich schon gefunden, mein Freund. Genau, hier brennt's. Maybe some branches nearby haven't burned up yet. Oh, is that a yarn up there? Oh Gott, ich will das Yarn! Yarn! Okay. Komm schon, Kamerad, lass mich. Keine. Ja, tap. Die Kleine will nicht aufs brennende Haus. Warum wohl? Ich kann mir gar nichts vorstellen, warum. Okay, aber wir werden einen anderen Weg finden. Tatsächlich gibt es auch einen anderen Weg. Da drüben, hier. Komm schon. So, komm schon. Klingeling. Kommt der Plattformmann. So. Okay, hier geht's noch weiter. Ich will aber das Yarn haben. Das ist Yarndal. Wie komme ich aber dann da drauf, ne? Hm. Okay, so kann die laufen. Okay, das passt. Ein Sprint Yarn! Sehr schön. Okay, wie geht's weiter? Ah, da drüben können wir noch weitermachen. Gut, sehr schön. Okay, dann. Schüggelü! Sehr nice. Noch so eine Maske. Ne, das ist sogar ein Eishut-Garn. Okay. Damit haben wir das nächste Garn. Die Spinnen beliebäugeln das Käfigsgedöns hier oder irgendwas in der Richtung? Ich weiß es nicht. Ah. Kann ich die Spinnen hier irgendwie bringen, da runterzukommen? Genau. Es ist nur noch eins im Blick. Ah! Da platzt ja gleich der Augball, ne? Ihr habt nichts mehr zum Draufgucken, instant vaporisiert, ne? Und es löste sich in eine Logikwolke auf. Oh Mann. Ich muss auch mal wieder Douglas Adams lesen. Das ist auch eine Ecke, ja? Okay, ich sehe, wohin das führt. Kabam! Wie viele Jahren haben wir eigentlich mittlerweile? Wir haben 9 Garn. Das heißt, es gibt bald eine neue Mütze. Kameraden. So. Sekunde. Falscher Hut. Und nochmal, kabam! Okay, das war's schon, okay. Aber wir haben mittlerweile genug Diamanten wieder, um mit dem glitchy Kollegen zu quasseln. Aber ich glaube, wir sind hier ein bisschen... Ah, Moment, halt, stopp, hier gibt's... Das kennen wir doch, das Teil, irgendwo, oder? Ah, das erkenne ich doch irgendwo her. Wo ist der Riss? Mein Freund, zeig mir deinen Riss. So genau will ich das... Nein, ne? You know, ne? Machen wir das noch schnell. Hm. Ich frage mich so, wie die Designer von Kingdom Hearts 3 da auf die Idee kommen sind, so einen komischen Raum zu hinzufügen. Ja. Okay, das sind instabile Plattformen. Ich hin. Ich weiß zwar nicht, wohin ich muss, aber das kriege ich hin. Und es ist tatsächlich die Oberseite, auf die ich landen muss, damit es aktiviert wird. Sehr gut. Nein, nein! Nein! Oh, pff, oh. Da war jetzt knapp. War ein knappes Höschen, meine Kleine. Lass dir das nicht zur Angewohnheit werden. Vor allem, es sieht nicht an jeder Frau gut aus. Ah. So. Da. Hier ist noch ein Haken. Und zack. Hier ist noch ein Haken. Und zack. Zackadü. Okay, hat jemand Beginners Guide-mäßig was platziert? Mhm. So.
Tralü, trala, trala hopsasa. Nein! Kabim! Aber wenigstens hat es noch gegolten. Auch interessant. Nein! Sehr fix. PlayStation Controller. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein! Okay, das war jetzt einfach nur blöd. So, und zack. Nein! Nein! Nein, wir sterben! Wir sterben hier! Okay, dann das machen wir noch schnell fertig. Das ist. Ah, okay, ich krieg hier. Das ist ja mal nie. Das ist ja mal sehr freundlich von den Entwicklern. Ey! Das ist ein bisschen zackig, da muss man schon ein bisschen Zeit hinlegen. Sollten die Dinger gleich wiederkommen, genau. Warum habe ich eigentlich so eine schräge Ansicht? Das ist irgendwie komisch. Moment. Nein! Es gilt halt einfach nicht mehr als resettet, wenn man wieder landet. Was ein bisschen verwirrend ist. So. Okay. Ja, okay, ich muss jetzt einfach hier nur warten, oder wie? Nicht ganz. Das können wir auch so lösen. Mein Freund, komm her! Dich krieg ich noch! Tabam! So, jetzt halt. Auf jeden Fall. Ich übersteuere schon wieder. Nee, volle Kanne. Ich habe immer die Angewohnheit, immer näher ans Mikrofon zu gehen und dann hier einfach so, ne? So, auf jeden Fall. Schauen wir mal, was wir bekommen. Eine neue Farbe. Nehme ich das? Ja, why not? Why not? B ist, glaube ich, rechts jetzt hier. Na, jo. Färben wir uns mal braun ein. Wir müssen ja immer ein bisschen multikulturell bleiben. Man muss ja hier auch ein bisschen hier, ne? Vielfalt, ne? Sowohl optisch als auch im Geiste. Ne? So, dann Prost, Kameraden. Jetzt ist tatsächlich in den letzten 20 Minuten mein komplettes Eis im Kaffee geschmolzen. Wir haben genug für eine neue Welt. Okay, was... Also, ich muss ehrlich sein... Das linke Grün hat mir besser gefallen. Wobei das blaue, ihre blauen Haare auch stylisch sind. Ich weiß nicht, aber jetzt schaut sie so ein bisschen aus wie Chloe. Schon irgendwie. Jetzt hat sie so leichten Chloe-Style von Life is Strange. Okay, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Für die Gott!